Hallo, schön, dass ihr heute wieder dabei seid beim Surf-Tutorial. Ich zeige euch heute alles zum richtigen Tragen und Lagern des Materials am Strand. Ihr habt es ja vielleicht selbst schon beobachtet. Es passieren die wildesten Dinge. Leute fragen uns, wie bekomme ich diesen ganzen Kram aufgebaut überhaupt ans Wasser, ohne dass mir alles wieder wegfliegt. Und das zeige ich euch jetzt gleich. Ja, generell habt ihr ja die Möglichkeit, das Material zusammengebaut zu tragen oder eben in Einzelteilen. Ich zeige euch jetzt erstmal die zusammengebaute Variante. Dabei ist eben immer wichtig, dass das Segel mit dem Mast zum Wind liegt. Das heißt, der Wind kommt in diesem Fall hier von der Seite. Der Mast sollte also genau quer dazu liegen. Das Board ist am Mastfuß befestigt. Und dann packt ihr am besten hier vorne am Gabelbaumkopfstück an. Die eine Hand hier an der oberen Fußschlaufe. Und dann versuchen wir das genau in dieser Position hochzuheben und Richtung Wasser, Richtung Wind zu tragen. Und das mache ich jetzt mal. Ja, wenn das Material am Strand liegt, ist es eben wichtig, dass das Segel mit dem Mast nach Lee liegt, das heißt genau mit dem Wind. Und dann liegt das Board auf der Luftseite und ihr könnt das Board einfach so umklappen, dass die Finne nach oben kommt und dann kann es auch bei sehr starkem Wind nicht wegfliegen. Vor allem mit Aufsteigerboards, also mit großen Boards, ist es manchmal ein bisschen mühsam, das gemeinsam mit dem Segel ans Wasser zu tragen. Dann gilt, immer erst das Board ans Wasser bringen, dass euch das Segel in der Zwischenzeit nicht wegfliegt. Ihr könnt das Board am besten tragen, wenn ihr das Heck Richtung Wind ausrichtet. Wenn die Arme lang genug sind, einfach hier so unter den Arm klemmen, nicht mit dem Bug nach vorne, das macht es sehr mühsam und dann geht's los. Ja, wenn ihr das Board im Sand ablegt, würde ich es immer mit dem Heck zum Wind legen. Das heißt, Finne nach unten, wenn ihr Sand habt, ein bisschen andrücken und dann weht der Wind hier rüber und es fliegt nicht weg. Wenn ihr das Board quer zum Wind dreht, dann kann es eben passieren, dass es hier über den Strand rollt und Leute verletzt oder Segel beschädigt mit der Finne. Deswegen immer Heck zum Wind und eindrücken im Sand. Wenn ihr euer Segel einzeln tragt, ist es immer wichtig, dass auch dann der Mast immer zum Wind zeigt. Das heißt, der Wind kommt wieder von hier, das Segel ist gerade wie eine Fahne. Ich packe es hier am Mast, oberhalb der Gabel, eine Hand hier an der Gabel und dann schwebt es im Prinzip von ganz alleine und dann könnt ihr so einfach Richtung Wind damit laufen. Ja, ich zeige euch einmal ganz kurz, was passiert, wenn man es falsch umträgt. Im Moment ist noch alles richtig, der Mast zeigt zum Wind, das Segel ist leicht. Wenn ich mich hier andersrum drehe, den Gabelbaum oder das Gabelbaumende zum Wind drehe, dann drückt der Wind hier sofort drauf und ihr kommt überhaupt nicht vorwärts oder es schlägt nach oben und ihr fliegt durch die Gegend. Deswegen immer das Ganze so drehen, dass der Mast quer zum Wind ist und dann ist das super leicht. Wenn ihr euer Segel doch mal alleine lassen müsst am Strand, dann geht das eigentlich nur, wenn ihr das Top in den Sand drückt. Das mache ich jetzt hier mal. Mast ein bisschen, Top ein bisschen nach Luft drehen in den Wind, hier in den Sand drücken und dann kann man da mit dem Fuß noch ein bisschen Sand drüber schütten und man sollte es so nicht zu lange liegen lassen, weil der Sand das Segel auf Dauer ganz schön in Mitleidenschaft zieht und die Durchsicht irgendwann auch nicht mehr da ist. Ja, ich hoffe, dass euch dieses Tutorial hilft, euer Material heile ans und aufs Wasser zu bekommen und genau da gehen wir jetzt auch hin und ja, wir sehen uns draußen oder auf der Surf-Homepage, wo ihr noch viele weitere Tutorials findet. Macht's gut und bis bald. Ciao.